Der nächste Brunnen ist Das die Straße, interessiert wo mich wir sind, nicht. nach Norden, ne? Erledige es. Wieder perfekt, ist zu glauben. Peace, ihr Rosine. Willkommen zurück bei Let's Play Sie, die Bauerntölpel. Mit dabei Bauer Hanno mit Rosinenaugen. Guten Tag. Ja, habe ich mir jetzt stehen lassen. Der Stallknecht Hajo versteckt hinter der Tür. Moin. Und meine Wenigkeit Bäuerin Jayla. Peace. Und ja, Hofschlachter Marco und Hausmark Mister sind wieder verschollen. Oder immer Sie sind noch, immer noch im Zug, irgendwo unterwegs. Immer noch hier transsibirische Eisenbahn. Ja, genau. Dauert 26 Tage. Und ja, wir sind hier wieder in Elektro. Wir haben uns vorgenommen, da wir in den letzten Folgen es nicht geschafft hatten, ein Feld hier anzubauen, wollen wir den Versuch nochmal starten. Und jetzt haben wir aber gerade schon Schüsse gehört, wie ihr... Die ganze Zeit war es ruhig. Das ist bei uns immer so ein Fluch. Immer wenn wir eine Aufnahme starten, also vorher sammelt man sich ja und steht dann hier so ein paar Minuten und nichts, alles ruhig. Und wir dachten, komm, wuh! Feld anbauen. Kaum starten wir die Aufnahme, kommt, wird sofort losgeballert, ey. Das ist echt immer erstaunlich, ey, diese so Zufälle. Ja. Ja, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, ja, jetzt ein Feld anzubauen. Nö. Ich geh mal raus. Nehmen wir mal an. Ja. Die Schüsse aus der Stadt kamen. Okay. Erstmal einmal hier die Gegend abchecken. Nicht, dass hier welche hocken zufällig an den Bäumen oder so. Ist ja auch nicht sehr ungewöhnlich. Ja, ja, wir sind ja bestimmt nicht die Einzigen, die vielleicht auf die Idee kommen, von Strandseite mal sich der Stadt zu nähern. Machen bestimmt auch mal andere Spieler hin und wieder. Ja, aber scheint ja keiner zu sein. Moment. Okay. Dann Kamikaze-Aktion beginnt. Soll ich Feld anbauen? Ja, dann leg mal los. Ups. Da oben? Ja, da oben. Schön, auf dem Hügel. Hier? Ja, mach mal schön. Das sah ganz so geil aus. Wenn man von da unten hochguckt. Ja, da mal hochzieh die Bäuerin. Ich weiß, was gut ist. Ja, guckt's einmal runter und weiter wird mal locht. Ich hab einen Wurm gefunden. Im Wurm! Die hacken kann du. Das kann ich. Ich kann anpacken. Oh ja. Ja. Richtig gut. Oh ja. Weiß, wie der Hase läuft. Oh, ich habe Angst, dass ein Sniper mit dir abschießt. Ja, sicher. Die Angst habe ich auch immer. Wenn ich mal aber es ist ein bisschen diesig. Also ich glaube, wenn da oben einer sitzt, würde er mich nicht sehen. Ja. Ob er überhaupt zum Strand überhaupt da hinguckt. Ob er so weit schießen kann. Ja, die haben ja meistens doch eher die Blicke auf die Stadt geworfen. Ne? Was hockt denn da im Gras? Was? Ist das ein Stein? Ja, ich hoffe. Gartenkalk, wer hast du mitgenommen, ja, ne? Ja, dann musst du den auch noch, oh Gott. Oder du kannst ihn abstellen, dass ich das mache. Nein, kannst ich überlegen. Schon. Ich bin hart im Nehmen. Jawohl. Dann halten wir mal die Gegend im Auge. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Jo, dann kann der weggelegt werden. Dann ist Kalk rein, ne? Ja, Kalk müsste dann jetzt rein, ne? Du bist mir auch so ein Kalk. Bin noch nicht verkalkt. Doch. Nein, Schwein. Jetzt ist alles gekalkt. Und echt, schon fertig? Ja, dann ist dein Job ja schon getan. Das darf mir jemand anders mit reintun. Ja, ich werde mal die Saat einführen. Mhm. Oh, mein Spiel stürzt ab. Was? Ja, wir müssen Cut machen. Oh nein, dann gibt's hier einen kurzen Cut. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück aus dem Cut. Das Spiel ist bei mir abgeschmiert. Aber nichts ist passiert in der Zwischenzeit. Doch. Nur Schüsse sind wieder gefallen. Ja, aber sehr näher diesmal.
etwas näher, sagt Jada. Da war ich noch nicht im Spiel, deswegen habe ich sie noch nicht gehört. Aber weiterhin niemand zu sehen. Wir waren stehen geblieben vor dem Cut. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Schaut rein tun. Das Feld besamen. Das hört sich falsch an, ich weiß. Ach ja. Nur ein bisschen. Ich werde das mal jetzt in Angriff nehmen und hoffen, dass ich das auch überlebe. Kleines Lied. Eine steht. Wer sieht? Zwei. Drei, vier, wir sind so lebensmüde, ne? Sechs. Hat die ganze Zeit Sachen auf dem rechten Ohr. So, ich hab's. Ich hab's. Ups. Gepflanzt. Ja, jetzt muss jemand gießen. Das macht Hayo. Boah, ist die ganze gesamte Vase ist weg. Oh, schon wieder Schüsse. Da richtig nah, oder? Keine gehört. Ja, das war nur so ein Überschall. Überschallknall wieder. Das ist immer schwer zu sagen, in welche Richtung die gehen. Wir sind auf jeden Fall nicht allein in der Stadt. Nee. Vielleicht können wir die Stadt befrieden, indem wir hinter die Ernte ans Volk bringen. Ich weiß nicht, wie viele Felder ich geschafft habe zu bewässern, aber auf jeden Fall ist die Flasche schon leer. Was hast du für eine Flasche gehabt? 2 Liter? Nee, damit normale schaffst du nicht alle. PET-Flasche. Nee, damit schaffst du auf jeden Fall nicht alle. Und jetzt? Ja, ich habe gerade wieder die Schüsse gehört. Habt ihr doch auch gehört, ne? Mhm. Schnellfeuer war das. Knistern, ja. Ja, Hajo, was ist denn jetzt? Machst du noch den Rest? Normal müsstest du einen Brunnen aufsuchen. Aber sind wir fies. Ja, wir können jetzt nicht nur das halbe Feld bewässern. Ja, geht ja nicht. Regnet ja nicht und so, ne? Mensch, Junge, da hätte. Also der Stallbursche, der denkt auch nicht mit, ne? Weil wir Wasser mitnehmen müssen. Gibt Lohnkürzungen, ne, weißt du? Ja, ganz klar. Eine Ration Reis weniger. Ja, ich wollte es gerade sagen, das Essen wird rationiert bei ihm. Der nächste Brunnen ist die Straße, wo wir sind, nach Norden, ne? Erledige es. Das ist aber ein bisschen sehr. Es interessiert mich nicht, erledige es. Die Bäuerin. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Stalljunge jetzt hilflos zum Bauern guckt und dieser zuckt nur mit den Achseln. Der nächste ist doch da bei den Camperhäusern rechts, oder nicht? Ja. Camperhäuser? Ja, die Camperhäuser da in den Osten raus, da ist so ein Brunnen immer gewesen. Was früher auch die heiße Zone war. Achso, ja, da ist einer direkt von uns. Früher nördlich ist einer und ganz im Westen. Ja, du kannst es dir natürlich aussuchen, wo kann du die. Kann man nicht Wasser aus dem Meer nehmen? Nee. Sicher? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Nee, kannst du nicht trinken oder Wasser nehmen. Ja, Hajo. Ja, hättest du mal vorher dran denken sollen. Ich würde hier nach Westen laufen, am Strand. Na, mach doch, endlich. Ja, mach ich auch. Ja, sag uns Bescheid, wenn du jemanden siehst. Boah, sind wir gemein, ey. Wieso? Hajo, das nimmst du uns ja nicht übel, ne? Ach, ist uns doch egal. Richtig die Arschlöcher hier aushängen lassen. Ja, ey, sorry, aber der nimmt denn eine Wasserflasche zum Bewässern mit. Er hätte keine Töpfe eingelagert. Was? Was? Ist irgendwie. Was? Was? Wird da vorlaut? Hanno, hast du kein Trinken mehr mit? Ne, ich nehme ihn hier nicht trinken mit. Ich habe ein paar Äpfel dabei. Ich Töpfe übersehen. Keine Ahnung. Ich habe zwar auch eine Wasserflasche, aber ich habe auch kein Wasser mehr drin. Ich werde mal die Pflanzen desinfizieren. Sie trinkt! Ja, genau. Trinkt bloß nicht. Vorne watschelt ein Zombie, das ist unser Schutz. Schutzschild. Solange der nicht aggro wird, ist der wohl keiner. So, laufe jetzt am Hafenbecken. Toi, toi, toi. Ja, wir lachen hier. Wahrscheinlich sind wir gleich die Ersten, die abgeknallt werden. Was meinst du, was Hajo dann Spaß hat, ey? Das darf nicht passieren, Jayla. Er wird sich kaputt lachen. Vor Schadenfreude. Zu Recht. Dann haben wir ihn gerettet. Dann wird er uns auf ewig dankbar sein. Ja, bestimmt. Er wird auf unseren Gräbern tanzen.
Pissen wir da drauf, pissen wir da drauf. Da habt ihr euer Wasser. Ja. Aber jetzt wachsen nur drei Pflanzen. Was hast du denn hier veranstaltet, ey? Ja, weil so wenig Wasser ist. Ist doch klar, die anderen sind noch nicht bewässert. Dann hätte er meine Flasche auch noch mitnehmen können. Dann hat er ja nicht mal die Hälfte. Ja, eben. Für die nächste Wasserpulle, die wird ja auch nicht reichen. Ah, jo. Oh. Ich hab vorher die Informationen gekriegt. Ja, du hättest doch gucken müssen, wie viele du bewässert hast. Also, ich meine, wir hätten dich im Ausbildungsstand schon weiter gehabt. Ja. Dachte auch. Das ist ja ein Rückfall in die Steinzeit, Hajo. Im frisch bewässerten Zustand ließ sich das nicht abschätzen. Doch, du musst die genau angucken, die Felder, die du wässerst. Dann weißt du auch, welche du gewässert hast. Nicht einfach nur drücken Water irgendwas, sondern Water this. Dann weißt du ganz genau, welche du gewässert hast. Ah ja. Mhm. Das mit dem anderen Water, das kannst du machen, wenn du den Topf voller Wasser dabei hast. Weil die 2 Liter, die reichen. Du hast drei geschafft. Hajo, drei. Von neun. Ein Drittel. Und man schafft normalerweise, glaube ich, 6 oder 7. Mit einer Wasserflasche. Hat er auch noch was verschüttet, meinst du? Nee, er hat einfach auf Biss gemacht und dann... Also dann. Aber mehrfach lässt sich doch ein Platz auch nicht besser, oder? Oder weiß, ey, was doch schlimmer ist, er hat wahrscheinlich das Wasser, was für die Pflanzen gedacht hat, hat er selber einen Schluck von genommen noch. Ja. Der Lümmel. Ja. Der Schuft. Banause. Hat er nicht. Hat er nicht, sagt er ja. Seine schwache Verteidigung einfach zu sagen, hat er nicht. Ach, Hajo, wir haben dich auch schon ganz gern. Manchmal. Hajo, ist alles egal. Sehen, ob ich den Brunnen hier auch mal wieder auffinde. Bist du nicht mal da? Ja, so ziemlich. Ist der nicht vorne an diesem Haus? Bin ich bei den letzten Häusern im Westen. Ja, der ist ja ganz weit im Westen da. Da passiert ja irgendwie auch nichts, da läuft ja keiner rum. Ich wäre hier vorne hingegangen. Was hast du denn hier gepflanzt? Paprika? Ich glaube, nee, das war glaube ich hier, wie heißen denn noch? Kürbisse. Wenn ich mich nicht irre. Uiuiui. Uiuiui. Ja, das Warten aufs Wasser. Das Feld hätte schon längst fertig sein können, ne? Tja. Unsere Chancen zu sterben steigen. Mhm. Oder auch nicht. Weil wir jetzt nicht so rumlaufen wie bekloppt und deswegen wahrscheinlich unentdeckt bleiben. Ja, auf jeden Fall zu viel zu weit gelaufen. Auch da, jetzt findet er den Brunnen. Oh mein Gott. Der Stalljunge. Die ganzen Fortbildungen waren für den Arsch. Ja. Er hat nix hat er gelernt. Rausgeworfenes Lehrgeld. Ja. Das kommt davon, wenn man die erstbesten Bewerber nimmt, ey. Oder die einzigen, die da sind. Ich höre komische Geräusche. Ja, manchmal. Nimm mal die Waffe. Wie war das? Klappern die Äste der Bäume aneinander? Solche Sachen. Heißt das so, ja? Ja, soll es, glaube ich, darstellen. Manche Geräusche. Ich weiß ja jetzt nicht, was du da gehört hast, aber könnte mir vorstellen, dass das Geräusch war. Hallo, bist du irgendwann auch mal wieder da? Ja. Ich will das auch mal für die Suchtis erzählen. Das hatte ich ja, glaube ich, schon offscreen auch schon erzählt. Also die Wetterbedingungen, der Sturm und so. Der wird clientsseitig geladen. Das heißt also, Jayla kann zum Beispiel andere Windbedingungen haben als ich. Und andere Spieler natürlich auch. Im Moment ist das so in diesem Spiel. Also wenn es bei mir stürmisch ist, heißt das noch lange nicht, dass bei Jayla auch stürmisch ist. Also falls jemand beide Aufnahmen guckt und sich wundert, dass bei dem einen stürmisch war und bei dem anderen nicht, daran liegt das. Die Wetterbedingungen und der Sturm also wird nicht vom Server geladen, sondern vom Client. Ja, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das in einer Kampfsituation mit einem Gegner ist. Der Gegner hat keinen Sturm, hört alles perfekt. Und du selbst hast den Orkan des Todes um deinen Ohren und weißt überhaupt nicht, was los ist.
Kann das zum Nachteil sein, kann aber auch zum Vorteil sein, das weiß man dann halt nie, ne? Kann ja auch der umgekehrt sein. Ja klar, aber es ist halt nicht gerecht. Ja, ist halt nicht gerecht, das ist natürlich das Blöde. Wir vermuten mal, dass das die Entwickler derzeit so machen, weil das ansonsten den Server zu sehr belasten würde, die Server-Performance. Sicherlich wird das in Zukunft optimiert werden und dann wird das auch serverseitig geladen werden. Oh, bin gleich wieder zurück. Ach, kannst du gleich nochmal loslaufen? So ziemlich. Ich glaube, ich sehe dich auch. Oder? Läufst du am Strand lang? Strand durch Buschis, ja. Theoretisch dürftest du mich nicht mehr sehen. Ich laufe ziemlich niedrig. Ah, wo du hingehörst. Nicht, dass du da einen anderen Spieler gesehen hast. Nein. So, bin jetzt gleich am Hafenbecken wieder. Ach so, ich dachte, du bist schon hier bei uns in der Bucht. Nee. Ja, wen hast du denn dann gesehen? Ich habe keinen gesehen. Ach so. Ich glaube, es sind deine Schritte hinter mir. Ja, ich watsche hier rum. Wie eine Ente. Na. Quark, Quark. Steht hier. Mhm, danke, Quark. Ich glaube, die Kürbisse sind gleich fertig, wenn der da ist. Glaubst du auch. Ja, ich sag schon. Oh, schnell, schnell, Kirchen. Und Kolleg. Yeah. Sind sie gut geworden? Oh, guck mal, dicker Kürbis. Hast du nur einen? Ja, eins, zwei. Einen habe ich in der Hand und einer liegt hier. Ich habe Würmer in der Tasche. Ja, ekelhaft. Ist ja widerlich. Gleich mal wegwerfen. Immer sofort Slice. Saat brauchen wir nicht mehr. Obwohl, ich nehme mal mit noch. Das nehmen wir auch mal mit. Gartenabfall. Hallo, danach läufst du aber bitte hier an dem Brunnen, ja? Danke. Wer macht da einen Staatsakt draus? An welchen? Dem in der Stadt oder was? Ja, hallo. Ja, du meint, wird bestraft. Du wirst nie wieder wird dir das passieren, dass du zu wenig Wasser mitnimmst. Erstmal, probier mal von dem Kürbis. Ich bin ja Verfechter der Methode ins kalte Wasser schubsen. Lecker. Da hinten kommst du, ne? Ja. Eieiei. Ja toll, die Pflanzen sind weg, die sind vergammelt. Was? Bei mir stehen die noch. Bei mir nicht. So, jetzt ist eine fertig. Nein, bei mir sind die anderen, die restlichen, die Stöcke sind weg. Das meine ich. So. Siehst du die noch? Ne. Ja, hast du lange gebraucht, Tayo. Ja, muss ein neues Loch gegraben werden. Nutzt doch nichts. Ja, nee, aber es kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt, oder? Ja. Jo, bis gleich. So, da sind wir zurück aus dem Cut. Bei mir ist das Spiel ja abgestürzt. Scheint ja in letzter Zeit öfters zu passieren. Die Felder sind geerntet und wir haben uns dazu entschlossen, kein weiteres anzubauen, weil wir haben genug Kürbis. Ja. Oh, hier liegen ja auch noch welche. Echt? Mhm. Also ich habe jetzt 6, 7, 8 Stücke. Die kann man ja zerschneiden noch, die Kürbische. 8 Stücke habe ich dabei. Das reicht eigentlich, um was an den Mann zu bringen. 2 Stück liegen hier noch. Versehentlich 2 selber genascht. Versehentlich. Ist klar. Ich glaube, den müssen wir doch nochmal irgendwo in den Keller einsperren. Ein paar gesagt, Tage ohne Brot und Wasser. Guck mal, hier liegt ein Gös. Ja. Muss ich doch mal probieren. Ah, ne, ist ein Samen. Ein Samen. Und jetzt? Ja, jetzt versuchen wir möglichst. Müssen wir ja auch mal wieder probieren. Kürbisse verteilen. Kürbisse zu verteilen. Wenn wir einen Spieler sehen, vielleicht immer wieder ansprechen. Falls das möglich ist.
und ihm einen Kürbis aufzudrücken. Um ihn einen Kürbis aufzudrücken. Halt, 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 Hände hoch! Dafür muss ich mir erst mal Mut antrinken, warte. Hände hoch, Mund auf. Ja, Hände hoch, Mund auf. Und dann wird er, genau, dann machen wir Force Feeding hier. Dann wird er gefüttert. Okay. Wir haben ja Schüsse gehört. Also hier sind ja auf jeden Fall irgendwo welche. Oh, oh, oh. Seid ihr nicht bei mir? Nee, ich bin schon vor dem Kuckuckshaus. Wir sind auf der Rückseite. Unterwegs. Ja, geh mal da weg, lieber. Wegen dem Camperhaus. Da will ich erst reingucken in das Grüne. Als er aus dem Seitenfenster schießt. Da scheint aber keiner drin zu sein. Die Tür ist, glaube ich, auch offen innen drin. Und jetzt? Ja, die Frage, und jetzt? Du bist ja nicht immer Mr. Spart. Mr. immer, ich kann das auch mal ganz gut. Und jetzt? Und jetzt? Ja, bloß keine eigene Initiative zeigen. Ich brauche einen Plan. Ja, dann mach doch. Ich bin am L-Haus. Leg dir einen zurecht. Mal dir einen auf. Ich bin am L-Haus. Ja, das habe ich gesehen. Fast vor mir an der Nase die Tür zugemacht. Natürlich. Würde ich hier nicht drin haben. Ja, habe ich gemerkt. So, was sind denn die Hauptgefahrenquelle gemeinhin? Die Hochhäuser wieder natürlich. Jetzt sagen wir, gehen da hin und rufen. Ach. Ja, anders kannst du ja mit Leuten, die Waffen haben, keine Kommunikation aufbauen, ohne selber hops genommen zu werden. Ja, aber ich fände es eher umgekehrt klüger. Erst welche zu sehen und dann rufen. Ja, klar. Ja. Aber an den Hotspots wird auch auf jeden Fall jemand sein. Ja, aber du weißt ja, wie es ist, wenn da einer ruft. Ja, ich bin hinter dir. Wenn einer ruft, dann versuchen sie dich nur aufständig zu machen und abzuknallen. Bist du hinter mir? Ja. Da folgen sie mir, wie eine Entenfamilie. Ja, so sollte es doch sein. Der Zombie kommt. Ja, zu dir. Aber. Oh. Dich. Mal laut. Oder auf jeden Fall gehört. Meinst du? Das war ein Schall. Ja, ja. Der vermindert nur den Ton von einer M4, aber er verhindert dich. Es war nicht ganz M4, es war eine Pistole. Echt? Ja. Es war trotzdem sehr laut. Ja. Komisch. Vielleicht ist der Schall einfach kaputt schon. Gucken wir mal. Ups. Damage. Ja, der ist, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall relativ laut gehört. Den werden auch andere gehört haben mit Schuss. Ja, gut, ja, dann wissen, entfernen wir uns. Wissen, ja, ob sie das so schnell lokalisieren können. Wo läuft denn da so? Ich laufe hier vor deiner Nase. Mhm. Hat die Mauer auch mal ein Ende? Dachte ich mir auch gerade so. Nö. Nö, scheinbar nicht. Das ist die transsibirische Mauer. Oder die Trump Wall. Die dann gleich in Kamischowo. Kommt kein Zug. Ja. Wie wir uns weiter vorpischen, sollten wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge angucken, oder? Oder ihr euch angucken, Leute. Wir machen es ja. Ihr müsst es euch angucken. Ihr müsst 3 Tage warten. Heute haben wir unsere gemeine Session hier, ne? Hajo ist der Leidtragende und ihr sucht dies. Der Bauer und die Bäuerin lassen euch leiden. Wir machen eine Folgenpause hier. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, adieu. Ciao, ciao. Beam.